Das Armin Wolf Laufteam bedankt sich bei seinen vielen Sponsoren für die tolle Unterstützung. Zum 26. Mal fand der City-Triathlon in Amberg statt. Wieder mit dabei das Armin Wolf Laufteam. Sebastian Neef, Juliane Straub und Jessica Neisser vertraten hier das Laufteam. Von den Sponsoren gesellte sich Thomas Neiswirth von der Brauerei Bischofshof dazu. Und dieses Jahr gab es eine Premiere für ein Mitglied des Armin Wolf Laufteams. Nicht der Ultraläufer, sondern Armin Wolf persönlich startete an diesem Tag ins Rennen und wollte seinen ersten Triathlon absolvieren. Nervös? Ja, natürlich, beim ersten Triathlon ist man riesig nervös. Ich bin gestern extra schon nach Amberg angereist, habe mir die Radstrecke angesehen, das Bad angesehen, freue mich riesig, aber ja, natürlich ist die Nervosität groß. Die schien auch weiter anzusteigen, je näher sein Start rückte. Doch zuerst war es Sebastian Neef, der startete. Nach knapp 21 Minuten ging es für ihn weiter zur zweiten Station, das Fahrrad. Danach war Frauenpower im Armin Wolf Laufteam angesagt. Juliane Straub und Jessica Neisser bereiteten sich auf ihren Start im Amberger Hockomühlbad vor. Als Unterstützung war auch Sebastian Koschel mit dabei. Als nächstes war Thomas Neiswirth an der Reihe. Eine Bahn nach der anderen schwamm er im Hockomühlbad und machte sich gleich danach an die Radstrecke. Wir haben alles und es war noch kein Wärmeschutz. In der vorletzten Welle war es dann soweit. Armin Wolf startete zu seinem ersten Triathlon. Die Spannung stieg. Nach knapp 20 Minuten konnte Armin Wolf dann auch schon das Schwimmerbecken verlassen und zur zweiten und für ihn unproblematischsten Disziplin übergehen, das Fahrradfahren. Der schwierigste Part bei der Radstrecke war der Berg in Haselmühl. 800 Meter steil bergauf. Eine Herausforderung für jeden Sportler. Für die letzte Disziplin, dem Laufen, führte es die Läufer quer durch das Landesgartenschaugelände in Amberg. Bis zum Ziel im Eisstadion. Armin Wolf im Endspurt. Mit einer Zeit von einer Stunde, 46 Minuten und 58,7 Sekunden absolvierte er in Amberg seinen ersten Triathlon. Obwohl er erschöpft im Ziel ankam, das Sprechen vergeht einem Armin Wolf nicht so schnell. Ja, ich bin schon wieder gut. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Ich bin natürlich super glücklich. Ich glaube, jeder hat ja irgendwann mal mit seinem ersten Triathlon angefangen und jeder kennt jetzt die Glücksgefühle, die ich habe. Wie es ihm auf der Strecke erging, erzählte er. Also grundsätzlich bin ich natürlich zufrieden. Ich bin ins Ziel gekommen, mir geht's gut. Ich habe die drei Disziplinen eigentlich gut absolviert. Schwimmen ist es mir überraschend gut gegangen. Meine Trainerin Michelle Wiegand hat mich super vorbereitet. Ich habe abgewechselt zwischen Brust und Kraul, war okay. Radfahren habe ich gewusst, bin ich bestens präpariert. Allerdings dieser Grammerberg ist brutal. Da tun mir jetzt noch die hinteren Oberschenkel weh. Aber ich muss sagen, in der zweiten Runde habe ich einen überholt und eine Frau ist vor mir abgestiegen. Also kleines Erfolgserlebnis.
Laufen bin ich ganz langsam angegangen, musste einmal kurz gehen bei einer kleinen Steigung, aber bin ich gut durchgekommen und ich bin super empfangen worden hier in der Eissporthalle in Amberg mit einem riesen Beifall. Das tut natürlich jedem Sportler gut. Auch seine Schwimmtrainerin war begeistert von seiner Leistung. Er hat sich ganz deutlich verbessert, also er war von den Zwischenzeiten her auch nochmal wesentlich schneller als im Training, sind schlussendlich 3 Minuten schneller gewesen als die Trainingszeiten, die wir im Test vorher hatten, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Geschichte für den ersten Wettkampf. Sebastian Neef belegte im Kurztriathlon den ersten Rang, Thomas Neiswirth in demselben Platz 124. Beim Volkstriathlon hielt sich Juliane Straub an der Spitze und machte Platz 1. Ihre Teamkollegin Jessica Neisser belegte Platz 7. Also für mich war das hauptsächlich im Hintergrund, auf die Saison mich vorzubereiten, meinen ersten Triathlon zu machen, und damit bin ich sehr zufrieden. Es ist geglückt, so wie ich es wollte, und kann frohen Mutes in die Saison schauen. Aber auch hier konnte das Armin Wolf Laufteam wieder einen Spendencheck übergeben. Ja, das ist natürlich der besondere Reiz vom Armin mit seinem Team, für Spenden zu sammeln und für gute Aktionen zu sammeln. Und wir haben uns dann auch überlegt, wen können wir es machen oder wie können wir es machen. Und dann ist uns natürlich auch mit der Stadt eingefallen, ja, wir nehmen das Flika. Flika ist aus dem Klinikum Amberg und da ist es immer gut aufgehoben. Die helfen Kindern in allen Bereichen und daraus sind wir natürlich stolz, 500 Euro vom Laufteam, Armin Wolf Laufteam, hier übergeben haben zu können beim Amberger Triathlon. Es war ein erfolgreicher und spannender Tag für das Armin Wolf Laufteam. Auch nächstes Jahr werden die Sportler und vielleicht auch wieder Armin Wolf selbst hier wieder vertreten sein. Das Armin Wolf Laufteam bedankt sich bei seinen vielen Sponsoren für die tolle Unterstützung.